Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Baldur's Gate. Wir befinden uns, wie wir uns hoffentlich noch erinnern, hier auf dem Weg zur Gnollfestung. Wir haben das letzte Mal den Jahrmarkt von Nashgul fertig erkundet. Das haben wir vorletztes Mal angefangen, an dem wir Nashgul endlich ganz gesehen haben und sind dann vom Jahrmarkt aus hier nach da und wollen nach dort. Das schaffen wir vielleicht heute, wir hoffen es zumindest. Die mysteriös spannende Musik setzt schon wieder ein. Das ist sehr, sehr schick. Warum gehen wir zur Gnollfestung? A, weil Gnolle doof sind, sagt auch Plin. Plin ist eine Waldläuferin, Bogenschütze mit Erzfeindknollen. Ihr muss es wissen. Ne? Und B, weil wir hoffen, dort diese mysteriöse Hexe Dinaya zu finden. Die, wir erinnern uns, Edwin, dieser fragwürdige Typ, der so ein bisschen aussah wie ein roter Magier aus Tai, tot sehen wollte. Den haben wir nicht mitgenommen. Ich werde mich im Und Handumdrehen darum die, kümmern. ein gewisser Minsk, der da auch rumstand und sich mit seinem Hamster unterhalten hat, gerne gerettet sehen wollte. Minsk musste leider auch in Nashgul bleiben. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Andererseits hätte ich ihn ja nicht synchronisieren müssen. Euch wäre also mein schauderhafter, falscher russischer Akzent erspart geblieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Beim letzten Mal. So, jetzt erkunden wir aber erstmal diesen wunderschönen Flecken Erde und hoffen, so mit Blick auf unsere Hitpoints, dass wir dabei nicht sterben. Ich glaube, hier ist ein Fluss oder See oder dergleichen mehr, wo wir erstmal nicht durchkommen. Es wird wieder so ein spannendes Zickzack-Erkundungsspielchen. Ja, ich glaube es. Mal schauen, wer hier noch so alles lebt. So, neben der Dryade beispielsweise, die wir das letzte Mal kennengelernt haben und deren Baum wir gerettet haben. Außerdem, ach, das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, ob diese Geschichte tatsächlich über die Wolkengipfel, da befinden wir uns gerade, ging von diesem schneeweißen Wolf. Oh, den Wasserfall schauen wir uns jetzt kurz aus der Nähe an, das ist hübsch. So, hier fließt also der Fluss in einen Wasserfall. Oh, und hinter dem können wir durch. Wir speichern sicher mal, wenn hier Leute einfach so rumstehen. Drienne. Die sprechen wir an. Oh, das arme Mädchen. Pixie, meine Katze. Sie hat hier am Wasserfall gespielt und ist ausgerutscht. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Hier Driennes Katze. Das liebe Kind Drienne hat mich durch einen Tränenschleier gebeten, ihre Katze aus einem Wasserfall zu retten. Ich bringe es zwar nicht über mich, ihr das zu sagen, doch ich befürchte das Schlimmste. Ja, das tun wir. So. Ja, nur wo ist die? Oh, wir können hier nach oben. Wahrscheinlich müssen wir dann nach da unten. Dann gehen wir erstmal nach ganz oben. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Oh, ist ein schönes Flusslein. Oh, sehr hübsch, sehr hübsch, sehr malerisch. Ja, kommen wir hier auch runter? Ja, wir kommen hier. Nein, nicht runter. Schade. Das heißt, wir. Wie kann ich helfen? Oder doch? Nein? Nein. Das heißt, wir nutzen die Gelegenheit für unseren ersten Sprung und zwar nach genau hier. Mitten in einen Haufen Gnolle hinein. Die dürften aber kein großes Problem darstellen, hoffe ich zumindest. Na komm schon. Ja, das geht. Ey! Ich sag, das dürfte kein großes Problem sein. So. Ja, vielleicht war es ein wenig unvorsichtig, da einfach so runter zu teleportieren. Ich räume kurz auf. Bis gleich. So. Nichts Weltbewegendes dabei. Die Hellebarden haben wir das letzte Mal schon gesagt, lassen wir inzwischen einfach liegen. Weil die lokale Wirtschaft leider inzwischen völlig ruiniert ist. Was ich gar nicht verstehe im Laufe der Eisenkrise. Na, könnte man ja eigentlich denken, die wären um jede fertige Waffe dankbar und froh, aber scheinbar haben wir einfach schon zu viele davon in die Städte gebracht. Wir gucken mal kurz, ob wir hier das Kätzchen finden. Ja, das ist eine tote Katze. Die arme Katze scheint sich zu nah an die tosenden Wasserfälle, wo ihr sie gefunden habt, herangewagt zu haben.
Ihr klitschnasser und zerschmetterter Körper zeigt keine Lebenszeichen mehr. Das ist eine überaus traurige Nachricht, tatsächlich. Nicht nur deswegen, weil wir hatten das Thema das letzte Mal ja schon. Wir erkunden hier ganz kurz dieses Fleckchen Karte, sonst kommen wir hier nie wieder hin. Und von da oben teleportieren wir uns dann wieder zu Drienne. Wir hatten es das letzte Mal ja schon ganz kurz, also ich hatte es angeschnitten, die Herrin Charess, ne? Göttin der Katzen. Der mindestens mal der Barde aus dieser Gruppe hier natürlich folgt. Wie könnte es anders sein? Da ist es natürlich immer besonders tragisch, eins der heiligen Tiere tot aufzufinden. Weil egal wie viele Leben die. Ein Schreckenswolf. Egal wie viele Leben die haben, irgendwann haben sie dann ihr letztes doch verbraucht und werden dahin gerafft. Und das ist natürlich denkbar tragisch. Hier ist eine Höhle. Wir gucken uns noch diese Höhle an, von innen, und nutzen dann wie üblich den Höhlenausgang als Teleport, wenn wir da drin fertig sind. Gucken wir mal, was da drin auf uns wartet. Ich fürchte Wölfe. Oder mindestens einer. Ja, ein Schreckenswolf hier schon mal. Ja, tatsächlich nur einer. Das ist natürlich regelrecht entspannt. Oh, aber der möchte nach hier hinten, ne? Ihr braucht nur zu fragen. Ey. Das hätte auch böse ausgehen können. Sperber, such hier mal nach Fallen. In der Hoffnung, keine zu finden, weil da keine ist. Und dann guck mal, was hier drin ist. Ein Streithammer? Kannst du den auch schon? Ne, eine Hellebarde. Eine Hellebarde, diese Hellebarde müssen wir identifizieren. Eine Hellebarde plus 1. Könnte schlechter sein. Benutzt aber keiner von uns soweit. Dann, ja. Wie besprochen, wir teleportieren uns zu Drienne. Und da sind wir auch schon. Dann Ich gucken wir doch mal. Ist schon gut, das hat sie schon öfter gemacht. Papa kann sie ja einfach wieder aufwecken. Hier, ihr könnt diese Schriftrolle haben. Mein Papa hat sie mir gegeben, aber ich kann sie sowieso noch nicht lesen. Das ist natürlich denkbar nett. Wir haben eine Schutzformel bekommen, die wir nicht identifizieren können ohne Magie. Ja, aber ich bin neugierig, was das für eine ist. Das ist eine Schutzformel gegen Untote. Immunität gegen alle körperlichen Angriffe von Untoten. Das ist nett. Da freut sich der Meister Durukan dann auch drüber. Ja. Und der Ruf hat sich verbessert. Danke, dass ihr Pixie so schnell gefunden habt. Das war sehr freundlich von euch. Ja, nichts zu danken, liebes Kind, aber. Nee, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Oder? Also eigentlich will ich es schon wissen. Dieses kleine Mädchen hat also eine Katze, die regelmäßig stirbt und von ihrem Vater dann jeweils wiedererweckt wird. Das ist, also, wenn der Vater nichts Besseres zu tun hat, ist das ja ganz nett. Aber ich glaube, die meisten Eltern würden ihrer Tochter was erzählen. Faszinierend. Andererseits, man spart sich natürlich das Unglück des Kindes mit ansehen zu müssen, wenn man das Haustier einfach immer wieder. Haustier, sag ich schon, also den tierischen Gefährten immer wieder wiederbeleben kann. Das gilt jetzt natürlich auch für Haustiere. Man stellt sich das vor, ne? Kind mit einem Hamster, der Hamster krepiert ständig. Ja, meine Güte, welches Elternteil wünscht sich da nicht, diesen Hamster eigentlich einfach wiedererwecken zu können? Wir gucken hier mal ganz kurz nach den Reisemöglichkeiten. Das dürfte ja dann hier die Gnollfestung sein. Da ist die Gnollfestung, 24 Stunden Reisedauer. Das werden wir Wie ihr natürlich wünscht. auf uns nehmen, sobald wir hier die Karte fertig aufgedeckt haben. Aber welches Elternteil wünscht sich dann nicht, den Hamster des Kindes wiedererwecken zu können, einfach nur damit das Kind Ruhe gibt? Und aufhört zu weinen, weil es nicht versteht, dass das Tier jetzt. Ja, ne? Tatsächlich ist es ein. Oh! Winterwölfe. Das klingt doch nach Wölfen mit schneeweißem Fell. Die sehen auch so aus.
Oha! Oha! Die machen hier auch noch Kälteschaden, oder was? Nein, die meisten Kinder verstehen tatsächlich das Konzept von Tod gar nicht so gut. Das heißt, die sind nicht traurig, weil das Tier tot ist. Sie verstehen einfach nur nicht, warum das Tier nicht mehr da ist. Und sind darüber dann natürlich traurig. Schon gut, schon gut! Hier sind Wolfspelze. Winterwolfspelze. Ihr braucht nur zu fragen. Das ist großartig. Ich habe gehört, die sind gefragt. Der schneeweiße Pelz des Winterwolfs ist weich und edel. Er wird zu den unterschiedlichsten Kleidungsstücken verarbeitet, angefangen von den einfachen Westen der Barbaren im Norden, Usgards, bis hin zu den eleganten Winterstolen, die von den Edelfrauen an der gesamten Schwertküste getragen werden. Und ich habe gehört, die Dinger geben uns Geld. Das ist gar nicht mal so wenig. Das ist ja ganz erfreulich. Ein Jagderfolg. Ein echter. Warte mal, nimm den Rest der Gruppe auch mit. Besser ist das. Ja, aber das letzte Eckchen Karte ist, glaube ich, ganz überschaubar. Und sollte sich hier gut erkunden lassen. Wolkengipfelgebirge. Das wussten wir tatsächlich schon. Ein Adler kommt durchs Bild geflogen. Sehr schön, sehr malerisch. Ja, da hört man ihn auch. Und unser Ziel ist aber ja tatsächlich nur, diese Karte aufzudecken. Insofern ist das Malerische gerade ein... Nee. Ihr braucht nur zu fragen. Nee. Bist viel zu weit vorne, mein Guter. So, Clint. Du nimmst den Hintern aufs Korn, Amugil auch. Worum geht es diesmal? Das war erstmal ein satter Treffer von Meister Urukan. Und das sollte sich eigentlich hier ganz gut umsetzen lassen. Problemlos zu überleben und ein... so viel dazu, ne? Nur zu fragen. Und ein satten Erfolg zu haben. Ja, oder halt auch nicht. Trefft ihr den auch mal? Sehr schön. Geht doch. Ja, ne, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oder halt der Schreckenswolf. In dem Fall wir von den Erfahrungspunkten der Schreckenswölfe. Die nächsten Level-Ups geraten langsam, glaube, also hoffe ich, in greifbarer Nähe. 165 Erfahrungspunkte hier noch, 328 da, 436 hier. Das ist machbar. Das ist sehr, sehr machbar. Eventuell schaffen wir dieses Level-Up auf drei Charakteren. Holla, noch bevor wir die Gnoll-Festung erreichen. Tendenziell aber nicht durch Gnolle. Gnolle sind eher im niedrigen Erfahrungspunktebereich für uns angesiedelt. 35 pro Gnoll, das reicht halt für nix. Also nicht so lange, die nur zu viert hier rumlaufen. Wie ihr wünscht. Ja, der hat schon wieder so gefährlich gezielt. Auf uns zugehalten. So. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Auch das ist überstanden. Dann räumen wir schnell wieder auf. Also ich sag mal, so wenig wie die bei sich haben, müssen wir demnächst wieder anfangen, die helle Barden mitzunehmen. Damit es sich wenigstens lohnt, die umzubauen. Aber wir wollen ja nicht hier... unnötig unzufrieden sein. Auch eine Goldmünze ist Geld. So, Karte ist fast aufgedeckt. Und da ist ein Gnoll, der mit uns reden will. Hallo, Herr Gnoll. Verdammte Festung. Wenn ihr dorthin geht, dann erobert sie. Welche Festung? Die Festung im Westen. Ich wollte die Gefangenen rösten, aber die anderen wollten sie lieber am Leben behalten. Trottel! Und jetzt verstoßen mich meine Brüder aus dem Clan. Hört mich an, ich werde ihr Fleisch noch kosten. Ja, also, wie auch immer... Tagebucheintrag.
Nee, das ist es nicht. Gefangene der Gnolle, da ist es. Nee, nicht das. Gefangene der Gnolle. So. In der Gnollfestung im Süden wird eine Frau gefangen gehalten. Sie könnte noch am Leben sein, denn ihre Wächter halten anscheinend Ingott von ihr fern. Aus wohlbegründetem Verdacht, dass der Gnoll sie verspeisen könnte. Ingott war dieser junge Gnoll, mit dem wir uns unterhalten haben. Ja, hier steht auch der Name. Ja, wundervoll, das machen Sie sehr, sehr gut. Jetzt haben wir die Karte auch gleich aufgedeckt. Oh, da war ja auch noch so ein Durchgang. Wieso eigentlich im Süden, nicht so im Westen? Ja, wie dem auch sei. Nein, Hilfe, dahin. So. Wir wissen ja, welche gemeint ist. Es gibt hier nämlich nur eine Festung. Zum Glück. So. Ich würde sagen, das ist hier ein formidabler Platz, um nochmal zu rasten. Ja, wir machen das ausnahmsweise tatsächlich hier mitten in der Wildnis. Aber auch nur, weil wir dann ausgeruht nach genau hier hinkommen. Und genau da sehen wir uns gleich wieder. Hoffentlich ausgeruht, hoffentlich am Leben und hoffentlich bereit, diese Gnollfestung einzunehmen. So sieht's aus. Bis gleich. So. Das ging tatsächlich ohne größere Zwischenfälle. Und dann Ich werde pirschen wir mich im uns doch jetzt Handumdrehen darum mal. kümmern. Also pirschen uns über diese wunderschöne Brücke. Die ist relativ gut gesichert, diese Festung. Ne? Hier das Gebirge davor und dann nur diese lange, lange, lange Brücke. Ich gemar, ich hungrig. Oha. Mit Wach, Halbogern, Halt, Ogrelons. ihr nirgendwo hingehen. Das unsere Brücke, ihr bezahlen, um sie zu begehen. Miau, zahlen 20 pro Kopf oder Kopf ab. Das sind 1, 2, 8 Köpfe, also zahlen 200 Goldmünzen. Also. Der verarscht uns doch, oder? 200 Goldmünzen ist ein bisschen viel, findet ihr nicht? Ich meine, es sieht aus, als hätte ich Gold im Überfluss. Ja, 200 Goldmünzen, vielleicht zu viel. Vielleicht zahlen 100 Goldmünzen. 100 Goldmünzen oder Köpfe ab. Kein schlechtes Geschäft. Nee, also immer noch zu viel für meine Begriffe. Dann nehmen wir lieber einen Umweg in Kauf. Dein Kopf hol, wirst nicht vermissen. Ja, wir töten und nehmen das Zeug und kriegen das Gold so oder so. Dummkopf. Ach so, ja, gut dann. Tut mir leid, die Herren. Das ist jetzt nicht so ganz unsere Vorstellung von einem guten Geschäft. Das ist schon eher. Wir beziehen hier drüben mal Position. Gucken, dass da auch nichts kommt. Nee, scheint sicher zu sein. Dann können wir jetzt die plündern. Ja, beziehungsweise aufräumen. Es gab tatsächlich eine sehr interessante Sache, die die dabei hatten, nämlich Geschicklichkeitshandschuhe, die die Geschicklichkeit auf 18 setzen, was unserer guten Lady Anna die Rüstungsklasse von 0 auf minus 4 setzt, da die Rüstung, die sie trägt, keine Beschränkung des Geschicklichkeitsbonus hat. Also das Rüstungsklassenbonus durch den Geschicklichkeitsmodifikator. Ich glaube, das wurde bei D&D auch erst mit der dritten Edition oder so eingeführt. Xvarte, wovon wir jetzt natürlich hardcore profitieren können. Weil unsere beiden vollgerüstet, also plattengerüsteten ne, Kämpfer, also Meister Durukan, der Kleriker, und Lady Anna, die Ritterin, haben beide nur 10 Geschicklichkeit von Grund auf. Und ja, da sind solche Handschuhe gut aufgehoben. Ansonsten gab es noch einen Kälteschutztrank dabei und ein bisschen Kleinkram. Trank der Hügelriesenstärke, das haben wir davon zwei. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal. Gleiches Spielchen wie zuletzt. Ich räume auf. Und dann sehen wir uns weiter um. Bin mal gespannt, was wir hier noch so alles finden. Und ja, das sieht ganz so aus, als würden wir erstmal das Gebiet unterhalb der Festung erkunden. Die Festung ist sehr wahrscheinlich hier oben dann auf dem Hügel gelegen. Das schadet aber nichts. Dann wissen wir zumindest mal, was hier alles auf uns gewartet hätte, um uns in den Rücken zu fallen, wenn da denn irgendwas ist. Wenn da nichts ist, wissen wir zumindest, dass da nichts war.
oder gewesen wäre, muss man sich aber vorher erstmal vergewissern. Ja, nee, ist eine schöne Aussichtsplattform. Den Ausblick genießen wir jetzt ganz kurz und springen dann genau nach hier. Und von da geht es dann auch weiter. Schauen wir doch mal, ob hier nicht vielleicht noch der ein oder andere Trupp Xvarter auf uns lauert. Ich weiß nicht, Xvarter sind jetzt nicht meine bevorzugten Gegner derzeit, weil sie sind nervig, weil du musst trotzdem mit allen draufhauen. Also nicht mit allen, aber wenigstens mit einem. Aber du musst sie halt alle umkloppen. Und unterm Strich bringen sie dir ein paar Kurzschwerter, die wir liegen lassen. Und kaum Erfahrungspunkte. So. Yeah, melodramatische Musik ist melodramatisch. Nein, sie ist ja nicht melodramatisch, sie ist so dramatisch, kampftechnisch. Ich räume wieder auf, bis gleich. So, aber wenigstens geht das flott bei den kleinen Kerlen aufzuräumen. Huiuiuiui, ist ganz schön weitläufig, dieses Gebiet. Ich möchte gar nicht wissen, wie hier die Grundstückspreise liegen. Wahrscheinlich schlechter als bevor die Gnollfestung da gebaut wurde. So viel steht wohl fest. Wobei das ja tatsächlich zeigt, dass... Oh, eine Höhle. Dass Gnolle tatsächlich in irgendeiner Weise sowas wie kulturschaffende Humanoide sogar sind. Na gut, die tragen auch Rüstung und Hellebarden. Oh. Deswegen gibt's hier überall so viel Xvarter. Wollte schon fragen, gibt's da ein Nest von? Ja, gibt es. Wir haben's gefunden. So, jetzt hier mal ein bisschen zügig. Na kommt schon. Einer noch. Na also. Das war's jetzt. Also wenn es das schon war, dann können wir jetzt ist hier irgendwas? Nee. Dann räumen wir mal schnell auf. So, und dann benutzen wir diesen Höhlenausgang wieder, um mal zu unserem nächsten freien Stück Karte zu springen, das erkundet werden möchte. Gucken wir mal, ob es klappt. Na und wie das klappt, war aber auch nur eine kurze Strecke. Und von da aus machen wir uns jetzt weiter hier auf den Weg nach oberhalb der Höhle in den nächsten Haufen Xvarter rein. Ich sag's dir, euch, uns und besonders Lady Anna, wenn das kein Trauma gibt, je nachdem, was diese Festung für uns bereithält, sich da posttraumatische Belastungssymptomatiken beim Anblick von Xvarter auf uns zukommen. Aber erst sehe ich auf uns Aufräumarbeiten zukommen. Bis gleich. Ja, das ging ganz gut und wenn wir in dem Tempo hier aber weiter vorankommen, kann das eine Weile dauern. Dann hoffen wir, dass es da nicht noch mehr Gnolle wie diesen Ingot gibt. Himmel noch eins! Hört auf zu plärren! Xvarter. Das ist eine Landplage. Ich muss nochmal anmerken, es tut mir kein Stück leid, dass ich dieses Xvarter-Dorf ausgelöscht habe. Ich habe damit hunderte Abenteurer, die nächste Höhle, hunderte Abenteurer davor bewahrt, von dieser Landplage heimgesucht zu werden. Ich räume auf und dann gehen wir direkt in die Höhle, wir sehen uns drinnen wieder. Das nächste Nest, Xvarter. Ja, ich habe ein Déjà-vu. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Also wir bleiben, glaube ich, bei unserer Bestimmung. Ui, hoch. Hoppla. Ups. Bei unserer Bestimmung als, oh, da war das Level Up von Xvarter. Als jemand, der ständig irgendwo in Behausungen einfällt, Dörfer, Höhlen, sonstiges. Und die lokale Bevölkerung auslöscht. Ich räume kurz auf und dann gehen wir in den... Ach, wir gehen erst in den Nebenraum. Hallo, wir können auf dem Ausweg aufräumen. Wer sind wir denn, dass wir hier... Oh, warte. Ein Aaskriecher. Ein Aaskriecher, die sind gar nicht mal so harmlos tatsächlich. Aber sie sterben halt. Genauso wie alles andere. Ja. Schon gut, schon gut. Es ist natürlich hübsch hier. Eingerichtet. Jetzt gucken wir mal, ob diese Höhle nicht noch irgendwelche geheimen... Nö. Genauso wenig geheime Dinge wie die letzte. Dann bleibt uns ja nur
aufzuräumen und wieder rauszugehen, und auf dem Weg nach draußen springen wir einfach auf den nächsten Kartenabschnitt, der uns fehlt. Wir sehen uns dort. Bis gleich. Oha! Ja, dieser Höhlenausgang hat uns in eine Nachbarhöhle transportiert, die wir fast übersehen hätten. Die ist, ja, großartigerweise direkt verbunden und auch von Xfaten bevölkert. Dann räumen wir hier doch gleich noch ein paar Xfate auf. Es ist aus, ihr werdet sterben. Wir kommen da nicht mehr los von. Na komm schon. So. Ah, da ist auch der vierte. Die treten hier nur in Vierergruppen auf. Irgendwie. Na komm schon. Das ist natürlich bitter gewesen für den Xfart. Meister Sperber, wir brauchen hier nochmal so eine Expertise über die Fallenverseuchtheit der Räumlichkeit. Nichts. Insofern gucken wir doch mal, was diese Xfarte hier bei sich lagern hatten. Heiltränke in rauen Mengen. Gold. Schätze. Ein Leitfaden. Den wir leider nicht identifizieren können. Damit müssen wir jetzt kurz leben. Den Leitfaden nimmt erstmal Lady Anna an sich. Die Tränke gehen mal hier raus. Und wieso hast du keinen Platz am Lubiel? Weil du hier noch einen Edelstein rumliegen hast. So geht das doch nicht. So. Dann gucken wir mal. Aber jetzt müsste der Teleport... Achso, nee, wir müssen noch aufräumen. Das machen wir wieder gleich auf dem Weg nach draußen. Und dann schauen wir, wohin der Höhlenausgang uns dieses Mal bringt. Bis gleich. So, wir sind angekommen am Ort unserer Bestimmung. Da machen wir noch ganz kurz diese Stufenerhöhung, die uns gar nicht so viel bringt. Einen zusätzlichen Zauber des zweiten Grades, den wir erlernen können. Wir nehmen jetzt einfach mal Spiegelbild. Das wird später in Kämpfen tatsächlich ganz relevant. Ja, und da sind wir. Dann gucken wir jetzt mal, was diese Gegend noch für uns bereithält. Wahrscheinlich hätten wir da unten lang gehen sollen, statt hier lang, aber da gehen wir jetzt durch. Ich glaube sowieso nicht, dass es so vieles gibt, was wir da Achso, ja, das dürfte hier einfach nur um die Ecke gehen. Ja, dann war das nicht mal wichtig. Und wir haben genau den richtigen Abschnitt genommen. Vorausgesetzt, es geht hier wirklich hoch zur Festung. Noch sehe ich das nicht passieren. Oder? Nee, nur hier wieder zurück zu den Höhlen. Ja, dann benutzen wir diesen Höhleneingang diesmal als Eingang zur richtigen Stelle der Karte. So, diesmal sind wir auch an der richtigen Stelle. Wir sind natürlich hier unten völlig falsch gewesen. Wir müssen ja da lang, um auf den Hügel hochzukommen. Das sieht hier so nach einem Durchgang aus. Das heißt, wir machen hier einmal noch kurz den Abstecher. Kommen wir an diesem Baum auch vorbei. Liebe Leute, den Abstecher nach hier, um zu sehen, was hier möglicherweise noch auf uns wartet. Immerhin ist es eine Gnollfestung, hier können überall Gnolle auf uns lauern, die dann aus dem Hinterhalt über uns herfallen. Das wollen wir vermeiden. Da sind wir auch schon mit den ersten gesegnet, Gnoll-Eliten. Wieso läuft der Bade eigentlich schon wieder vorne? Jetzt mal ganz im Ernst gefragt. Das wird so einfach nichts. Wie ihr wünscht. So. Blin. Hier ein bisschen mehr Einsatz. Ja, aber das läuft ja ganz gut. So Gnoll-Eliten hätten auch unangenehmer sein können. Alles ist ganz gut. Lassen wir erstmal rechts liegen. Können nicht speichern, das ist schön. Wenn das. Nö, mehr ist hier auf diesem Absatz nicht. Oder geht's da auch runter? Oder geht's auch noch runter? Hm. Das ist wahrscheinlich die nächste Aussichtsplattform hier. Ja, so ein Erkundungsposten. Der führt nach da unten. Also nichts allzu Besonderes, nichts Berühmtes, nichts Weltbewegendes. Wir gucken jetzt mal, ob es nach da oben irgendwo hingeht, was nennenswert ist. Danach kümmern wir uns eventuell darum, hier aufzuräumen. Kommt drauf an, was da auf uns wartet.
Aber wenn ich es noch richtig weiß, ist das nicht der Weg in die Festung selber, sondern hier nur noch mal ein bisschen außenrum. Das heißt, wir können da ganz entspannt entlang stromen und in die nächste Horde Gnolle reinlaufen. Also Horde. Mit so ein paar. Und ich finde das schon wieder absolut bewundernswert. Das passiert jedes Mal wieder, ne? Wir können da die Uhr danach stellen. Kaum gehen wir in einen Kampf, können wir uns fragen, wieso sind eigentlich unsere Stoffis vorne? Stoffi, liebevoll für die Leute, die es nicht wissen. Für Leute ohne Rüstung. Ohne nennenswerte Rüstung. Bevorzugt sind das Magier. Aber so wie unsere Gruppe aufgebaut ist, müssen wir den Baden mit dazu zählen. So, hier können wir auch wieder speichern. Wir erkunden jetzt eiskalt hier den kompletten Außenbereich, soweit wir das sehen können. Gibt es hier noch eine andere Reisemöglichkeit nach Norden? Das ist die wichtige Frage. Nein, nur dieses Stückchen dahin Richtung Leuchtturm, wo wir möglicherweise ja im Anschluss auch noch hin wollen. Dieser Schneekriese. Also wir kommen hier tatsächlich wohl um die Festung rum. Danach teleportieren wir uns einfach zurück. Ja, guck mal. So. Geht's da noch weiter? Ah, da geht's sogar noch weiter. Du kriegst die Tür nicht zu. Höchst interessant. Höchst interessant. Sind gleich am anderen Kartenrand angekommen. Dann gucken wir im Zweifelsfall einfach mal, ob der andere Kartenrand vielleicht als Reisemöglichkeit dient, die uns dann wieder nach hier unten irgendwo hinbringt. Finden wir raus, ne? So. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder an Ort und Stelle. Und es hat funktioniert. Begeisternswert. Dann machen wir uns jetzt tatsächlich auf den Weg in die Hauptfestung. Also wenn man das so nennen kann. So, zur Abwechslung gehen hier übrigens tatsächlich mal Nahkämpfer vor. Ich bin ja schon begeistert. Scheint zu funktionieren. Wie durch ein Wunder haben wir übrigens unterwegs natürlich den ganzen Müll aufgeräumt, der da noch rumlag. Also ein paar Goldstücke, ein paar Edelsteine, lasst sie uns ordentlich verdrecken. Eine magische Schriftrolle, also das Übliche halt, was genau so bei sich tragen. Das heißt, da draußen gammelt jetzt ein weiteres halbes Dutzend Hellebarden vor sich hin, das nicht mitgenommen haben. So. Und da ist tatsächlich das nächste Level ab. Ich würde sagen, die Zeit haben wir, uns neu zu formieren und ein Level Up mitzumachen. Und zwar bei Sperber. Sperber bekommen Dinge. Nur was? Im Schatten verstecken. Braucht er besser. Fallen finden. Braucht er besser. Schlösser öffnen. Kann nicht schaden. Taschendiebstahl braucht er nicht. Kann unser Barde. Ja. Leise bewegen eventuell noch. Für den Fall, dass er es mal schafft, sich im Schatten zu verstecken. Und dann machen wir weiter. Und da klimmen diese Treppe weiter hinan, weiter hinan. Wenn man jetzt, ach, das Vater jetzt auch noch. Das erklärt halt vieles, wenn man weiß, dass die hier irgendwie zusammenarbeiten. Xvater und Gnolle. Die unheilige Allianz. So, jetzt hier mal ein bisschen schneller. Ein bisschen zügiger, jawohl. Ja, geht doch. So. Na? Wir räumen jetzt hier nicht alles einzeln auf. Wir räumen auf, wenn wir wieder rausgehen. Das spart uns Zeit. Ne, gibt's hier irgendwas? Nein. Ist ja schon ein bisschen trostlos aus hier, ne? Ja. Ein bisschen leer, ein bisschen unbewohnt vielleicht auch. Ist es aber definitiv nicht, das wissen wir. Wir klettern da mal runter. Vielleicht ist da ja jemand zu Hause. Ja, und wieder jemand zu Hause ist. Nur mehr Xvater.
Warum genau ist Amlugiel ganz vorne? Ja, sicherlich nicht. Fräulein. So nämlich nicht. Ne? Einer steht noch. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gucken wir uns da unten mal um. Ja, es wird auf jeden Fall eine groß angelegte Säuberungsaktion. Also danach das Aufräumen, wenn wir endlich mal durch sind. Gucken wir uns jetzt hier noch um. Und, ach, weißt du was? Wir springen jetzt einfach wieder und zwar direkt nach hier oben. Was auch immer da auf uns wartet. Bis gleich. Long story short, wir sind hier aufgetaucht, wir wurden vom Xwarten angegriffen, wir mussten sie alle töten. Können uns jetzt hier noch ganz kurz umgucken, weil ich glaube, rein geht's hier nirgendwo. Stellen fest, dass diese Reise nach hier oben sich unglaublich gelohnt hat. Und springen hier an den Fuß der Treppe und erklimmen die dann, um hier oben endlich mal in die richtige Action einzusteigen. Bis gleich, genau hier. Und da sind wir genau da, wo wir hin wollten. Und ja, dann gucken wir mal hoch. Ah. Was für eine Überraschung. Gnolle. Und zwar eine ganze Menge davon. Ja. Ne? Viel Feind, viel Ehr. Wir haben Spaß. Jeder sucht sich mal einen eigenen. Es gibt nämlich genug Gnolle für alle. So, Clint schnappt sich den da. Gott, das ist eigentlich kein gut laufen, ne? Na? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Hallo? Na? Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Der hat gesessen. Ja, und damit dürfte das Thema, glaube ich, erledigt sein. Wie ihr wünscht. So, nachdem das jetzt aber so ein großer Haufen war, räumen wir tatsächlich mal schnell auf. Und dann gehen wir hier einfach weiter und schauen mal, oh, was da noch so alles auf uns wartet. Und oh Wunder, es sind tatsächlich Gnolle. Wer hätte das gedacht? Ich weiß, unglaublich überraschend. Ja, komm, wir machen hier einfach mal so ein bisschen Action. Du gehst dahin, du gehst auf den, du gehst auf den nächsten. So. Ist das nicht mehr genug da, ne? Ich bin hier. Ja, ne? Flynn, immer schön weiterschießen. Du machst hier einfach mal ausnahmsweise hier. Badenlied wieder. Das nächste Level up. Das lohnt sich tatsächlich. Sperber, du stehst da vielleicht noch ein bisschen ungünstig da ganz vorne. Mal weiter nach hinten. Dafür geht die Lady Anna hier ein bisschen mehr mit in die Vollen. Ja. Theoretisch hätte ich ja fast Bock, hier so einen Blitzstrahl reinzuwerfen. In der Tat. Oder halt hier zumindest mal sprühende Farben reinzuschmeißen, in der Hoffnung, dass unsere Leute dabei stehen bleiben. Das war jetzt nicht so weltbewegend. Was kann ich für euch tun? Du könntest hier mal ein bisschen besser aufräumen, meinst du, ja. Durokan? Amlugiel geht wieder nach hinten. Amlugiel haut hier noch ein bisschen zusätzlich rein. Durokan darf sich mal selbst heilen. Ich hoffe, das war jetzt hier kein doch Fehlschlag beim Zaubern. Lady Anna, rette mal bitte kurz dem Meister Durokan das Leben. Sehr. Meister Durokan, geh mal bitte nach da hinten. Anna, hau den mal weg. Amlugiel, du gehst. Dann gehst du den halt weghauen. Oh, ist mir ja auch egal, wer es macht. Hauptsache ihr macht's. Bitte darauf einigen, dass hier diese Gnolle, auch die Gnoll-Veteranen, endlich mal ernsthaft behandelt werden.
So, wundervoll. Seht ihr, geht doch. Das aufzuräumen wird ein Spaß. Aber wir haben gleich alle tot. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, Pustekuchen alle, ne? Es findet sich immer noch mehr. Ich würde sagen, das ist der Hauptkampf. Hingefiebert haben. Das nicht mal. Wir kriegen ihn trotzdem. Na komm schon. Jetzt, wenn helle Baden gebracht wird, seid zu euch. Das wäre großartig. Erstmal speichern. Durchatmen. Level up. Und wenn wir wieder raus sind aus dem Level up, ist hier hoffentlich sauber. So, Level up für Amlugiel. Stufe erhöhen. Sie kriegt wieder nicht viel. Sie kriegt einen zusätzlichen Zauber des zweiten Grades. Muss reichen, ne? Und Sagenkunde erhöht sich auch um 1. Das bringt nicht viel. Dann gucken wir mal, ob jetzt sauber ist. Oh, haha, Moment. Sie darf auch noch Zauber wählen. Das ist natürlich nett. Müssen wir uns jetzt nur überlegen, was sie bekommt, ne? Sie kriegt einen zusätzlichen Zauber. Des ersten Grades. Sind alle ziemlich nett. Aber ich glaube, Identifizieren ist bei ihr wahrscheinlich inzwischen auch ganz gut aufgehoben. Einfach, weil wir brauchen mehr Identifizierungsmöglichkeit, solange unser Bade noch nicht ganz auf... Andererseits, nee, ich glaube, wir kommen ohnehin. Schutz vor Versteinerung. Das dürfte, glaube ich, ganz gut sein. Dann hätten wir auch diese dämliche Schutzformel nicht kaufen müssen eigentlich. Egal, Schutz vor Versteinerung ist es. Und zusichert Magierzauber des zweiten Grades. Da können wir jetzt endlich mal auf Schaden gehen. Wobei Verschwimmen auch gut wäre. Aber nee. Wir brauchen schon hier ein bisschen, ne? Furchtbannen wäre zwar auch nett, aber Aghanazars Flamme wird's, glaube ich. Flammenstrahl für 3W6 Schaden durch Feuer. Das klingt ganz gut. Und dann jetzt aber zurück in die Gnollfestung. Und tatsächlich wurde hier in der Zwischenzeit aufgeräumt. Halt alles bis auf die Hellebarden. Ich wiederhole mich. Das wäre eine Menge Geld, was man damit machen könnte, wenn die noch was wert wären. Was macht man... Oh! Ja, ne, in einer der Gruben musste sie ja sein. Das haben wir gehört. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Die nächste Herausforderung. Ich freue mich, ein Gesicht zu sehen, das weniger Zähne hat als das meiner Wächter. Ich bin Dinair und heiße eure Hilfe willkommen. Ja. Also, wie kommt es, dass ihr an einem solchen Ort feststeckt? Ihr seht nicht gerade hilflos aus. Ich fürchte, ich wurde von meinem Beschützer Minsk getrennt. Ich weiß nicht, welches Schicksal ihn ereilte, denn wir gerieten in jener Nacht in einen Hinterhalt. Er ist zweifellos noch am Leben und sucht mich, doch der Schlag auf den Kopf, den er erhielt, kann seinen Geisteskräften nicht zuträglich gewesen sein. Er ist ein guter und edler Krieger, obgleich seine Urteilskraft zu wünschen übrig lässt. Vielleicht sollte ich mit euch reisen, bis ich ihn finde. Ja, willkommen in meiner Gruppe. Ich bin mir sicher, wir werden früher oder später auf eure Minsk treffen. Andererseits, lauf das mal wieder. Besser alleine. Du findest hin, Nashkel, großer Mensch, vor der Kaserne, nicht zu übersehen. Ihr habt eure Fähigkeiten als Anführer unter Beweis gestellt. Ich freue mich darauf, euch irgendwann wieder meinen Gefährten nennen zu können. Ganz meinerseits. 800 Erfahrungspunkte haben wir dafür bekommen. Das ist, war die Rettung ja mal auf jeden Fall wert. Mindestens, möchte ich sagen. Dann haben wir jetzt nur noch eins zu tun. Zu gucken, ob es hier oben noch irgendetwas von Wert gibt. Bevor wir uns einfach wegteleportieren. Letzteres klingt nach dem besten Teil des Plans. Ganz im Ernst. Bin froh, wenn ich diese Gnollfestung mitsamt ihren nervigen Zwarten endlich hinter mir lassen kann. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Plin, kümmere dich mal direkt um den Gnoll. So. Jetzt werdet ihr es bereuen!
Ja, werden wir. Nein, werdet ihr. Werden sie. Alle miteinander. Sehr schön. Also, geht doch. Komm schon, einer noch. Ihr braucht nur zu fragen. Das war auch wieder so ein Overkill-Schlag. Ja. Ich würde sagen, das war's dann. Von der Gnollfestung. Und mal gucken, wo uns der Weg gleich hinführt. Bis gleich. Aber ich würde sagen, hier ist nicht der schlechteste Ort für die Ankunft. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kleinen Teleportsprungs. Weil das fehlt uns noch. Dieses Gebiet. Und dann würde ich sagen, Flynn ist schon wieder müde. Dann wird Amlugil sich ja auch demnächst beschweren. Ich bin ja fast versucht, ihnen die Rast zu gönnen, also sobald Amlugil sich auch beschwert. Aber für den Moment sind wir eigentlich noch ganz gut dabei. Und wir können hier tatsächlich sehr, sehr zügig diese Karte erkunden. Bisher ohne jeglichen Zwischenfall. Ich werde träge und brauche Ruhe. Oha! Oha! Diesmal erwischt es nicht Amlugil als zweites, sondern ausgerechnet unseren Barden. Dann ist vielleicht was dran an der Sache. Dann würde ich sagen, können wir uns hier demnächst so ein kleines Nachtlager suchen. An einer geeigneten Stelle. Und da dann tatsächlich unser Nachtlager für heute komplett aufschlagen. Und dann den Cut setzen. Noch nicht ganz. Ein bisschen Zeit haben wir noch, würde ich behaupten. Deswegen können wir hier in aller Seelenruhe noch die ein oder andere Kleinigkeit an Geländeerforschung machen und erledigen. Mal gucken, wie viel wir tatsächlich heute noch schaffen. Der Rest bleibt dann wie üblich fürs nächste Mal. Es wird dann wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit sein, diese Gegend fertig zu erkunden. Und ja, danach geht's erstmal wieder nach Nashkel, würde ich behaupten. Gespannt, was dort auf uns wartet. Apropos, was auf uns wartet. Hier wartet etwas auf uns, nämlich ein Oger. Gucken. Oh, nein, mehrere Oger. Das ist natürlich fataler als ein Oger. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Kritischer Treffer. Da können auch die Oger tatsächlich nichts gegen tun. Meister Durukan heilt sich mal kurz selbst. Wie kann ich helfen? Wir knöpfen uns so lange den nächsten Oger vor. Und wenn ich es richtig bedenke, können wir hier eigentlich schon mal ein bisschen mit magischen Geschossen vorfühlen. So viel machen die leider noch nicht. Aber man muss es ja nicht, irgendwas schief geht. Komm schon, fall um. Dann fällt auch dieser Oger um. Ja, das war ganz entspannt. Wir räumen schon auf, dann machen wir weiter. So, aufgeräumt ist. Dann, ich überlege gerade, ob wir uns irgendwie ein sinnvolles Ziel setzen können. Ja, wir wollen einfach den... Was haben wir hier denn? Ein Eisbär. Ist der hier nicht ein bisschen weit ab vom Schuss? Ganz prinzipiell. Na komm schon. Na komm schon. Es ist auch nur ein Bär. Er ist halt groß und er hat ein weißes Fell, aber ihr werdet doch wohl mit dem... Boah. Leider kann man ihm dieses Fell nicht abnehmen. 900 Erfahrungspunkte für so einen Eisbären? Das ist nennenswert. Das ist ganz in Ordnung, denke ich. Wir haben hier so ein Flüsschen. Und ich würde sagen, wir gehen noch drüber. Versuchen, den Kartenrand zu erreichen. Mal gucken. Ist aber eine lange Brücke. Die geht wahrscheinlich bis zum Kartenrand. Wir hätten drüben bleiben sollen. Holla! Der ist ja auch... Jared. Oh, den Göttern sei Dank, dass ihr hier vorbeikommt. Auf der anderen Seite der Brücke ist ein Bär und er kommt näher. Bitte haltet ihn auf. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Wie es der Zufall will, kommen wir gerade von dort. Guter Mann. Das lesen wir uns aber mal ganz kurz
Durch Jared und der Bär. Ich habe in der Wildnis dieser Berge gerade einen einsamen und verängstigten Händler getroffen. Er ist einem Bären, der scheinbar die andere Seite einer Brücke für sich beanspruchen wollte, nur knapp entkommen. Ja, der Bär ist uns aber nicht entkommen. Jetzt können wir direkt Vollzug melden. Meine Güte! Oh, danke, Leute! Der alte Trampel hätte mich fast erwischt, wenn ihr jungen Trampel euch nicht eingemischt hättet. Hier, falls ihr noch eine Weile durch diese Berge zieht, könnt ihr vielleicht ein besseres Paar Stiefel gebrauchen. Was mich betrifft, so würde ich nicht einmal hierbleiben, wenn ich dafür bezahlt würde. Ja, dann. Nochmal 100 Erfahrungspunkte extra und Stiefel. Stiefel des Hohen Nordens. Die frostige Umarmung. Wegen eines Sacks Gold wurde Daviol, der Gefrorene, von seinen Mitstreitern seinem Schicksal überlassen und für tot inmitten des großen Gletschers zurückgelassen. Sein im Sterben ausgestoßener Fluch hallte über das kahle Ödland und wurde von Aulil, der Göttin des Winters, vernommen. Sie lächelte ihn an und sein nackter Körper wurde von seinen neu verzauberten Stiefeln des Hohen Nordens beschützt und am Leben erhalten. Mit ihnen überquerte er das Eisland auf der Suche nach seinen vermeintlichen Mördern. Voll Zorn nahm Daviol Rache an seinen früheren Freunden, als sie sich in einer Taverne in der nächsten Stadt aufwärmten. Nachdem sein Durst nach Blut gestillt war, setzte er seine Reise durch das gefrorene Land fort und wurde nie wieder gesehen. Kältewiderstand plus 50%. Wir haben Stiefel. Und da wir noch keiner tragen, haben wir neue Stiefel. Sehr schön. Wir gucken jetzt noch ganz kurz, wo es dahin geht. Nirgendwo Neues. Und dann würde ich sagen, haben wir doch unser Ziel erreicht für heute. Wir schlagen hier Lager auf. Wir haben noch ziemlich viel Karte vor uns fürs nächste Mal. Das soll uns weder schrecken noch aufhalten. Wir haben hier also einen neuen Speicherstand. Wir haben ziemlich viel geschafft, muss man ja sagen. In dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Like da, abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Das übliche, ne, Glöckchen, wenn ihr immer die neuesten Videos haben wollt. Wenn euch das Ganze gefällt, momentan ist ja die Reichweite hier nur sehr begrenzt. Fühlt euch frei, das Ganze auch mit Leuten zu teilen, von denen ihr denkt, oh, könnte denen vielleicht gefallen. Und dann würde es mich freuen, wenn wir irgendwann auch einfach mehr Zuschauer auf diesem Channel haben, auf diesem Let's Play. Ich mache es sowieso, weil mir das Spaß macht. Und ich finde es aber gut, wenn andere Leute auch Spaß dran haben. Für andere Leute mache ich das ja schließlich, ansonsten könnte ich es auch einfach für mich spielen. Und ja, in dem Sinne hoffe ich einfach, dass es noch mehr Leute werden, die mit mir gemeinsam an diesem Let's Play-Projekt Spaß haben können. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit, ob mit oder ohne Baldur's Gate, habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.